Das Oberhaupt hat einen Haufen Schwachsinn versprochen. Ach komm, erst experimentelle Behandlung, dadurch können wir die Forschung beschleunigen und danach die Genesungskrankenhäuser, damit die Leute mal ein bisschen zufriedener werden. Juhu, Bevölkerung ist schon wieder gewachsen. Das hat gar nicht gesehen. Meine Sache war auf der falschen Seite des Stimmzettels. Dafür kann ich nichts. Ich würde gerne hier oben noch zwei Siedlungen hinsetzen. Das ist der versprochene Klimawandel. Keep all windows and openings boarded up to minimize whiteout damage. Gehört, alle Fenster schließen bitte. Ich habe mein Wort gehalten für die Denker. So, und für euch erforsche ich das. Während des Sturms kann ich ja eh nicht anfangen, irgendeine Kolonie zu besiedeln. Weil wir da gar nicht hinkommen. So, experimentelle Behandlung. Seid ihr dafür oder dagegen? Ärzte sollten immer danach streben, bahnbrechende Behandlungsmethoden zu entwickeln und umzusetzen. Medizinische Studien durchführen für den Bezirken mit Krankenhäusern, dadurch wird das Krankheitsniveau gesenkt, gleichzeitig aber Todesopfer werden gefördert. Forschungstempo steigt geringfügig, Krankheit sinkt geringfügig. Ah, mechanisierte Speer, damit die schneller zu den Orten kommen. Zuschauerrat. Alexa, Timer, eine Minute. Danke Poseidon fürs Folgen. Du, 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 du. Währenddessen zeige ich euch meine Möpse. Oh, ich sehe schon. Das funktioniert gerade nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das müssen wir anders machen.
Alexa aus. Was geht ab, Tayo? Da denken sie auch noch, what the fuck? Was willst du von mir? So. So viel zu meinen Möpsen. Mehr davon auf OnlyFans. Dankeschön. Einer ist dagegen. Auf langer Flur. Danke, dass du dafür gestimmt hast, Mr. Nonconform. Ich habe gesehen, dass du da bist. Können wir deaktivieren, weil Kohlelager ist voll. Ich weiß, Katzen sind eher dein Ding. Aber ich würde ja Notfall... bestimmen, aber kann ich jetzt gerade eigentlich auch nicht. Also Notfeuerlasse machen. Weil dafür ist das Vertrauen gerade echt zu schlecht. Können wir nicht irgendwas im Norden uns angucken? Nee. Die wollen alle durch den Sturm gerade nicht gehen. Ihr könnt durch den Sturm gehen. Hö, hö, hö. Okay, ich darf auch keinen Pfad durch den Sturm legen. Kohle wird mit Null angezeigt, weil das Lager voll ist und wir produzieren keine mehr. Wir haben ja auf Öl umgestellt eigentlich. So, hier unten noch die drei, dann könnt ihr noch Wärme austauschen. Dann wirst du den Bezirk nochmal um 20 senken. Forderung der Lords erfüllt. Mechanisierte Speer erforschen. Für 11 Wochen reicht ja noch. Uns geht vorher der Brennstoff aus, sehe ich gerade.
Da kann ich 40, 80... ja. Viel einsparen, wenn ich hier ein Wärmeding setze. Ach, wir sind eine reine Demokratie. Ich brauche die Sachen des Captains nicht. Müssen sich immer drei Felder connecten, um den Bonus zu bekommen. Das ist vollkommen richtig. Ansonsten zählt der Bonus nicht. Aber es gibt auch negative Effekte, die rüberwirken können. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwo einen aus Versehen habe. Drückt man nochmal auf 7 Wochen. Das ist jetzt schlecht. Ja, es fehlt jetzt an so viel Material, dass wir die Produktion nicht mehr halten können. Und es fehlt uns so viel Wärme, dass da auch nichts mehr läuft. Weil der Generator jetzt auch aus ist. Nein, es gibt kein Zeitlimit für die Aufgabe Metropole. Hier ist noch nichts, Game Over.
Wetterangepasste Schichten. Das wäre für uns gerade besser. So, Materialbedarf ist jetzt wieder in Ordnung. Weil wir wieder auf die externen Sachen zugreifen können. Nichts zu essen und ein bisschen kalt war nur. Da soll sich mal keiner so anstellen. Hallo Papa im Chat, grüß dich. Da sind auch Kerne, Kohle. Überlebende. Nee, es geht wirklich darum, wir müssen das Nahrungsmittelding aufbauen. Den Nahrungsmittelaußenposten. Das sieht nicht aus, wenn die 5 Tage dafür gerade brauchen. Ach, die Scouts haben gefehlt. Deshalb ging die Produktion nicht weiter. Bug! Wir müssen mal kurz ein bisschen hungern. 3000 Kolonisten werden sich hier ansiedeln. Und die können dann Essen für uns herstellen. Danke, Tariel. Was wollt ihr hier gerade abstimmen? Achso, das, was wir gemacht haben, das mit den Arbeitsschichten. Zuschauer anwerben. Die Projekte der Lords finanzieren. Machen wir das so. Es geht darum, um die Gesundheit der Arbeit zu schützen, müssen Betriebe die Arbeitszeiten an die Wetterbedingungen anpassen. Der Wärmebedarf in allen Bezirken außer Wohnbezirken wird reduziert. Krankheit sinkt leicht, Produktionseffizienz sinkt leicht. Und es läuft gerade die Werbung, weshalb wir euch etwas mehr Zeit geben zum Abstimmen.
Ha! Immer nur Mechanikergesetze unterstützen, das sehe ich überhaupt nicht ein. Übrigens werden wir hier den Chefarzt ersetzen. Der ist so zaghaft, der Alte. Aber das Event kenne ich aus der Hauptgeschichte. Achso, jetzt sind die da und jetzt bauen die Siedlung erst auf. So, eine Kundgebung der Ausbesserer. Was sollen die machen? Wärmemarken beisteuern oder Überlebende suchen? Ich finde, die sollten mehr Wärmemarken beisteuern, auch wenn wir da eigentlich schon viel zu gut stehen. Dann lassen wir uns mal eine Industrieanlage auf Fertigteile umstellen. 142 sind verhungert. Da waren wir schon Bevölkerung rübergeschickt. Und gleich wird es noch kälter und dann wird es sogar minus 70 Grad hier. Oberhaupt Doug Hauser, der Arzt, den du kürzlich zum Chefarzt verholfen hast, hat uns die Nachricht vom tragischen Tod 13 seiner Patienten und Patientinnen überbracht. Hauser verabreichte ihnen das Extrakt eines speziellen Schimmelpilzes in der Hoffnung, sie von ihrer Schwindsucht zu heilen. Leider stellte er sich als giftig heraus. Wir haben Leute mit Schwindsucht, wir haben alles Mögliche. So, die können ein Zentrum bauen, wo wir sogar 20 Teams bekommen. Sie nennen es einfach Nahrungsmittelkolonie. Was habt ihr denn für einen Ofen hier? Kohle? Ja, Hilfe. Ach, der Zentralbezirk macht doch einiges an Kohle. Hallo, Tempo wieder verlangsamen, also bitte. So, die haben drei Positionen mit endloser Nahrung. Das Geothermalfeld. Das dann das Windgefährt. Da gibt's Öl.
Achso, der Ofen ist nicht an. Sollten wir auch schon mal machen. Ach, der Zentralbezirk produziert direkt 240 Nahrung. So, Essen ist damit schon mal geklärt. Können direkt Material nochmal holen. Denker bewundern deine Führungsqualitäten. Deradikalisierung. Oberhaupt, die Denker scheinen wegen der radikalen Ideen der Vorreiter besorgt zu sein. Einige ihrer Mitglieder sind Teil der Familie, aber sie stellen ihre Ideale über alles andere, sagt einer der Ältesten. Sie sind nach wie vor gute Menschen. Wir brauchen lediglich eine Autoritätsperson wie dich, um sie wieder zur Vernunft zu bringen. Sie wollen, dass du die extremeren Ideale der Vorreiter anprangerst, damit die Denker sie leichter von ihrer radikalen Sichtweise abbringen können. Ist okay. Die hatten einen Radikalitätspunkt. Der ist jetzt weg. So, Elend durch den Generator, dafür müssen wir auch eine Forschung betreiben und ich habe so viele Wärmemarken, ich... Ja, leck mich, ey. Dafür brauchen wir die Filtrationstürme. Eigentlich haben wir... Achso, die wollen die Moosfiltrationstürme. Ansonsten gibt es die Filtrationsturm, Belüftungsfiltrationsturm. Wobei der hier weniger Leute braucht. So, das Vorhaut-Ding. Dann kriegen wir 40 neue Speer-Teams. Die brauchen wir auch, weil wir alle jetzt in Produktionsstätten drin haben. Eine Ölquelle hier. Danke das schon. Hi, Son of my Aunt. Vergesst nicht, diesen Kanal zu folgen, wenn euch gefällt, was ihr seht. Danke, Sekaffe. Oder Sekafe? Sekafe. 1980 fürs Folgen. Wir haben noch 700 Leute, beziehungsweise wir haben mehr, weil ja durch das Eisbrechen ja auch gerade 400 gebunden sind an Arbeit.
Ah, sehr gut. Die 40 neuen Scouts sind da. So, da brauchen wir 25, hier auch. Bei den Bruchbergen auch. Toll. Da wären 20. Also Gletscherberge. Jetzt habe ich den Ort wieder verloren, wo es 20 waren gerade. Hier die Hügel. If prescribed experimental treatment, be proud. You have joined the vanguard of medical knowledge. Wir brauchen mehr Industrie. Dort ist ein großes Lager drunter, okay. Habe ich wieder was vergessen? Bestimmt. So, neue Gesetze gibt es nicht zum Verabschieden. Der ist komplett leer. So schön, finde ich. Also wie das gemacht ist mit den Produktionsanlagen. So, Belüftungsturm entwickelt. Und es fehlt natürlich an Arbeitskräften. Das muss ich sagen, das ist dann einfach erstmal so. Die Stadt muss erst wachsen. Aufgezwungene Bestimmung der Familienlehre. Oberhaupt, dein Vater und sein Sohn bitten um eine Audienz bei dir. Mein Junge ist nicht zum Schmieden geboren, so der Vater. Sein Werkzeug ist die Sprache, die Poesie. Auch wenn er Henry heißt... So wie ich Stahl formen kann, versteht er es, die Seelen der Menschen zu berühren. Bitte lassen Sie ihn von jemandem ausbilden, der sein Talent zu fördern weiß. Das ist eine Lockerung der Familienehre, Lehre. Aber da werde ich nicht von abrücken, weil wir haben Mangel an Arbeitskräfte und das würde das reduzieren gerade. Unsere Arbeitskräftekapazität. Und das will ich nicht. So, erweitern wir noch das eine Industriegebiet. Mehr sollte jetzt nicht mehr möglich sein an der Stelle.
Die hatten die Patch Notes eigentlich geschrieben, dass die Performance jetzt besser sein soll, aber ich habe das Gefühl, dass sie schlechter geworden ist. So, dich erweitern, dann kannst du ein bisschen mehr Öl produzieren, bis wir Pumpen da hinsetzen können. Die mussten wir aber auch erstmal erforschen. Das ist der Wärmeüberschuss. Schaltet den Ausbau von Außenpass zur dauerhaften Siedlung frei. Das wäre eigentlich auch noch ganz gut. Weil Nahrungsmittelproduktionsstätten brauchen immer sehr viel Wärme. Wird nachher hier vorne den auch noch mit einbeziehen. Und dann haben wir eh alle Arbeitskräfte hier beschäftigt in der Kolonie. Und können nicht mehr viel machen. Unruhen in der Stadt. Oberhaupt, einige Vertreter der Vorreiter sind vor deinem Büro erschien. Wir werden ignoriert. Besonders bei der letzten Abstimmung über wetterangepasste Schichten hat man uns einfach übergangen, meinte einer von ihnen. Wenn unsere Ideen weiterhin so auf taube Ohren stoßen, sind wir gezwungen zu handeln. Dieses Gesetz muss aufgehoben werden. Wir flehen darum, doch wenn es so sein muss, dann kann unsere Vision für die Stadt nicht wenigstens in einem anderen Bereich beachtet werden. Erforschen von kommunaler Elternschaft. Prozentual aktiver Arbeitskräfte steigt deutlich. Das kann ich nicht aufhören, dann mache ich andere unglücklich. Also werden wir eher was Neues erforschen, wodurch die Leute wieder zufrieden sind. Aber ich finde, jetzt hat man genug Möglichkeiten endlich im Spiel, dass wir unsere Kolonie sauber halten. Trotz des höheren Schwierigkeitsgrads. Perfekt. 60 Abwärme mitgenutzt. Upsala. Schiebt mal so viel Nahrung wie möglich rüber. Ihr bekommt dafür noch ein bisschen Materialien.
So, mehr als 250 können wir ja nicht rüberschieben. Jetzt erzählt ihr mir was von Luftwegen. Du kannst nämlich noch bessere Wege produzieren. Dann kannst du bis zu 600 Waren oder bis zu 1000 sogar später dann zwischen den Kolonien hin und her schieben. Aber ist auch alles Forschung. Müssen wir erstmal hinkommen. Ah, neue Arbeitskräfte. Diese Menschen haben sich ein Lager im Spalt, in einem Spalt aufgeschlagen. Diese Menschen haben ein Lager in einem Spalt aufgeschlagen, der sie vor eisigen Winden schützt. Hatten wir das nicht schon mal? Ach, mir kommt das vor, als wenn das dieselben Menschen sind, die wir schon mal aufgedeckt haben. Ah nee, das war hier vorne. Egal, wir laden die einfach ein. 1400 Bevölkerung. So, hier könnten wir Automatons reparieren für 800 Arbeitskräfte zu bekommen. Aber ich nehme lieber die Kerne mit, weil ich nicht weiß, wie viele Kerne wir bekommen in dem Random-Szenario hier. Und die sind recht wichtig, um die tiefen Ressourcen zu bekommen und um weitere Siedlungen zu erschließen. Und 800 Arbeitskräfte kann ich auch mit Menschen erreichen. Terminal patients are encouraged to maintain a healthy diet. Chances of a successful transplant depend on it. Wir haben ja 3000 Kolonisten hier verloren, indem wir die ja weggeschickt haben. Also zur neuen Kolonie natürlich. Das ist, was wir brauchen, diesen Kohleverschmelzer, beziehungsweise den Kohleeinschmelzer, dass wir aus Kohle Öl herstellen können. Projekt unterstützen. Ich würde euch ja noch was abstimmen lassen, aber wir haben zurzeit nichts, was wir abstimmen lassen müssen. Oh, wir haben noch irgendwas aufgedeckt. Bulligans Fall bereits zum Erforschen. Hier unten. So, ein großer Kettentransporter hängt fest. Hängt fast senkrecht in einer Schlucht fest. Eine Mannschaft ist bei dem Versuch, ihn zu befreien, erfroren. Die Leichen halten ihre Werkzeuge noch immer in den Händen. Der Kern der Maschine scheint zu fehlen, aber wir könnten sowohl die Kohle als auch das Stahlchassis des Transporters bergen. Ja, du wirst jetzt Kohle und Materialien bekommen, aber ich glaube, wir können hier später noch was machen, oder? Weil der Kern doch fehlt. Und hier ist einfach nur Kohle drin. Den Run kannst du heute nicht beenden. Wir werden das die Tage mal auch weiterspielen. Ich möchte daran erinnern, nächste Woche kommt aber auch ARA raus. Und ich werde ja am Wochenende, Samstag und Sonntag, wahrscheinlich nicht streamen. Es kann sein, dass ich morgen vielleicht verrückt werde, weil ich morgen nichts Besonderes vorhabe, außer tagsüber bei mir zu putzen. Aber es ist ja eigentlich mein freier Tag, weil wir 5 Tage jetzt gestreamt haben und ich versuche 2 Tage wenigstens frei zu machen, um mich um andere Sachen zu kümmern. Das hat auch dasselbe mit dem Kanälen zu tun. Auf dem Main-Kanal kommt ja auch nur noch Montag bis Freitag Videos, außer es gibt wirklich einen ganz besonderen Fall, dass mal Samstag oder Sonntag irgendein Embargo oder NDA endet oder ich irgendwas loswerden will,
Auf dem Let's Play-Kanal geht natürlich durch, bis die Folgen immer alle sind von den Live-Let's Plays. Aber es ist halt jetzt so angepasst einfach. Dann können wir hier schon mal die Pfade verbinden. Deshalb. Help us keep you warm. Report all leaks and damages to the nearest maintenance office. So, wir haben genug Fertigbauteile. Aber wir haben auch genug Wärmemarken, ey. Das ist... Deshalb lasst uns ein weiteres Forschungszentrum bauen, das könnte das alles ein bisschen beschleunigen. So, jetzt bin ich wieder das Hauptding auf der Hauptseite. Auf der Twitch-Hauptseite, das sieht man direkt an den Zuschauerzahlen. Dass ich wieder an der Front bin. Düt. Danke, Melanin, für dein Prime-Sub. Vielen, vielen Dank. Danke, Mr. Krabs, für dein Stufe 1-Sub im ersten Monat. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön. Willkommen dabei. Jetzt müsste man irgendwie anders vorgehen. Man müsste sagen so... Hey, du. Na? Bist auf der Twitch-Startseite? Na, Lust auf fette Strategiespiele und richtig viel Spaß mit einer super angenehmen Community? Dann bist du hier richtig. Komm bei Dr. Proof in den Stream. Wenn da nicht die Überzeugung durchgeht, dann weiß ich auch nicht mehr. Ach ja, ganz vergessen, scheiße. Proof hat Möpse. Du musst dich nicht schämen. Ich zeig meine Möpse außerhalb von OnlyFans. Umsonst. Du solltest dir auch mal zeigen. Ach Mensch, ey, so viel Arbeit. Ihr seid immer lustig. Mobscam, dafür muss ich das Stativ erstmal finden. So, wir machen das einfach so. Ihr könnt über die Elternschaft kommunale, also kommunale Elternschaft reden. Danke Little Panic fürs Verschenken von 5 Stufe 1 Subs. Dankeschön. Und danke Fenris für deinen Prime Sub. Vielen Dank. Die Ehe ist das Fundament der Gesellschaft und garantiert ein stabiles Bevölkerungswachstum. Deshalb müssen alle Erwachsenen Einwohner heiraten.
Wir werden einfach irgendwelche lächerliche Spielshows einführen und diese Spielshows werden dann unsere Paare verbinden. Wie Einarmige sucht Frostbeule. Weil ihr habt gesagt, ihr wollt jetzt unbedingt die Mobscam haben. Ja, wir mussten jetzt erstmal ein paar Sachen rausrahmen. Zum Beispiel das Stativ, was ich extra zur Gamescom mitgenommen habe, um dann zu sagen, ja, nee, irgendwie mache ich doch nichts. Oh, wir haben Hype Train sogar. Hype Train! Ich bin einfach zu alt. Mich will keiner sehen. Ich muss mal die Tastatur wieder sauber machen. Das sieht ja schrecklich aus. Danke, Lightbird, für dein Prime-Sub. Danke, Dreamer, für dein Prime-Sub. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie noch einen Rahmen oder einen Border hätte irgendwo. Ich war ja nicht darauf vorbereitet, Möpse zu zeigen. Ah ne, das war was anderes. zurück. Wir müssen gleich mal gucken, wo wir die Möpse am besten platzieren. Möpse sind einfach größer als ich. Es sind super süße. Es sind auch super lieb. Ne, die Views sind deshalb nicht so, weil ich auf der Startseite generell gerade wieder bin. Sitzt auch mein Turban? Nachher denken die Leute, will ich das Turban? Glory to the Mob. Mobs. So, wir haben Sachen aufgedeckt. Darf ich wieder suchen? So, Zivilisten. Die laden wir ein. Ein zerstörter Speicher.
Nehmen wir die Kerne mit. Hier haben wir ein Kohlevorkommen. Entlang einer ehemaligen Küste, die jetzt von Eis und Schnee bedeckt sind, steht eine Reihe verrotteter Hütten. Ganz in der Nähe liegen drei in enge Netze gehüllte Wale. Ihr Fleisch ist schon ganz steif gefroren. Mit etwas Anstrengung wäre es möglich, den Fang in Stücken zu schneiden und nach Duisburg zu bringen. Ey du, guck auf meine Möpse. Balthasar ist überhaupt nicht fett. Balthasar ist einfach nur muskulös. Das kommt vom Physiotraining. Balthasar hat jetzt sehr lange Diät gemacht, hat fast ein ganzes Kilo abgenommen. Der ist einfach so. Also der hat so einen dicken Hals. Das kannst du auch nicht ändern. Deshalb. Er ist nicht so fett, wie du denkst. So, mehr Leute können wir nicht reinholen. Hat er gerade wirklich gesagt, wir sollen keine Kinder in der Öffentlichkeit füttern? Also beziehungsweise... Ja. Man sollte lieber sagen, ja, die haben ja auch Eltern irgendwo, ne? Das ist ja die Aufgabe von denen, nicht von uns, die zu füttern. Tayo ist auch viel dünner, weil Tayo ist eine Rückzüchtung und ist nur noch 7,5 Kilo schwer. Also beziehungsweise das ist so, das, so 7 Kilo. Der ist ja hochbeinig und auch sportlich. Aber Balthasar ist heute eh ziemlich erschöpft, weil der heute zum ersten Mal bei der Physio im Wasserbad war. Also, das hat bestimmt jeder schon mal gesehen, wenn man zum Muskelaufbau so einen Hund ins Wasser setzt und auf dem Laufband mit Wasser. Super lautes Teil übrigens. Und der dann laufen soll. Hat er heute 5 Minuten zum ersten Mal zum dran gewöhnen gemacht. Die Sache ist, man muss ihn immer mit Futter locken. Da meinte die Physiotrainerin so, ey, wir lassen erstmal das Futter weg und gucken, ob er dann läuft. Sofortiger Stillstand. Ne, Futter weggenommen. Bleibt er einfach stehen, bis er hinten an die Scheibe gedrückt wird. Total dreist. Es ist einfach so ein dickköpfiger Hund. Gott sei Dank kann man ihn mit Futter so gut bestechen.